So, wir haben auf jeden Fall direkt hier mehrere Survivor. Schöner Wurf von mir an der Stelle. Okay. Ja, wir können hier hinten an der 3-Gen bleiben. Wir hooken sie so schnell wie möglich. Wir werden trotzdem Gen verlieren. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, auf die andere Seite zu gehen. Ja, man soll sich selbst loben. Ganz genau, Neamon, sonst macht's ja keiner. Da haben wir es. Naja. Der läuft immer zum Haken. Ich komme ein bisschen zu spät für den Unhook. Das Gute ist, wir kriegen hier jetzt alle Paletten raus. Das Schlechte ist, dass wir hier jetzt schon wieder im Tunnel sind. Sie spielt so weird. Scheiße. Ich glaube, irgendwo wurde ein Boon-Totem aufgestellt, oder? Oh, das war schön. Sie wird auch zum Boon-Totem rennen. Wir müssen ein klein wenig hier hinten aufpassen. Al-Kutterman mit den 12 Monaten, heilige Scheiße. Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Und Vanitas.
Diese Versteckspielchen, Leute, das ist alles nicht so cool. Scheiße. Uff, Calcutta Man, Vanitas, ich danke euch von ganzem Herzen. Vielen, 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 vielen Dank. Für die 12 Monate. Dieses Verstecken ist wirklich nicht so gut für uns. Eigentlich wäre es cool, wenn wir einen Perk dabei hätten. Ein klein wenig die Survivor sehen könnten. Irgendwo hier müsste der zweite Survivor sein, außer es ist halt wirklich komplett weggerannt. Krähen sind noch hier. Habe ich es nicht gesagt, Leute, ne? Habe ich es nicht gesagt. Es ist... So. Hocken wir optimalerweise wieder da hinten. Jetzt rennt ein Survivor weg. Jetzt haben wir Krähen gesehen, die legit wegführen. Sie wird instant die Palette ziehen. Und wird dann drüber gehen zum Bohntotem. Wir haben keine Zeit, das Bohntotem hier zu machen. Ja. Ich glaube, er hat aufgegeben. Weshalb auch immer, die Survivor haben gute Pressure. Dieses Verstecken ist wirklich... richtig gut gewesen von den Survivern. Okay. Heilen sich super schnell hoch. Was machen die denn da? Der eine hat auf jeden Fall aufgegeben. Ich weiß nicht, wo das Bohntotem ist. Auf der anderen Seite der Map. Das schadet uns gerade. Wenn die immer wieder anfassen, das ist echt cool.
Wir dürfen nicht zu weit weggehen, Leute. Ich glaube, der Dude, der tot ist, der hatte, glaube ich, das Boon-Totem. Stark. So, dann machen wir hier auf jeden Fall erstmal die Palette kaputt. Die anderen können sich nicht mehr heilen. Die haben sich auf jeden Fall zu oft geheilt. Die Medkits, die sind durch. Und die resetten sich nicht. Das ist keine SWF. Eine SWF würde sich normalerweise zurückziehen. Ich weiß nicht, warum sie in uns reinrennt. Möglicherweise der S. Ja. Okay. So, wir müssen jetzt schnell sein. Aber zwei Survivor, da haben wir auf jeden Fall die volle Kontrolle. Wir haben genug Zeit, hin und her zu laufen. Da drüben ist wieder jemand dran. Hat jemand den Jen angefasst? Insta-Paletten-Drop. Wir blattlasten sie hier jetzt einfach nur noch. Nein? Okay. Dann machen wir es anders. Ich will den down. Let's go. Jen, wie geht's dir? Wunderschönen guten Morgen. Schade, dass der eine Dudi aufgegeben hat. So, die andere ist voll geheilt. Uff, ekelhafter Exit geht's. Das ist räudig. Der war lecker, absolut Neamon. Sie hätte an dem Loop bleiben sollen.
Der Kontrast zu meinem Fernseher ist so beschissen, Leute. Hi. Gigi? Gut gespielt, wirklich schwere Map. Das ist ihr erster Hook. Im besten Fall, Leute, im besten Fall habt ihr jetzt nicht so jemanden wie Felix, der dann mittendrin aufgibt. Im besten Fall müsste der Survivor, der noch keinen Hook-Stage hat, dann holy to the motherfucking schmoly. Daniel, hallo! Daniel? 8 Monate im Kalt der Entitus-Anbeter. 8 Monate, die man nicht beruht. So sieht's wohl aus. Weitere Monate werden. Amen. Daniel, ich danke dir von ganzem Herzen. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Danke dir für die Liebe und den Support. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Danke dir für 8 absolut insane Monate, wirklich. Ihr erster und letzter Hook. Ganz genau, Miss Shield, ja, deswegen optimalerweise. Versucht ihr ein bisschen Risiko einzugehen. Für eure Teammates. Ne? Wenn ihr noch keinen einzigen Hookstage hattet, Leute, dann ist es natürlich besser, wenn ihr die Aggro zieht vom Killer, wenn ihr euch auch mal aufhängen lasst. Das ist natürlich um einiges besser, wie jetzt dann eure Teammates dann nochmal in den Chase gehen zu lassen oder so. Ah, sie hat das Totem gemacht wegen innerer Heilung, ich verstehe. Und das war wirklich so. Er hatte Kreis der Heilung dabei. Das hier sind 2 schnelle Heals. Das hier sind 3 Heals. Und dann noch Boon-Totem, ne? Crowny, wie geht's dir? Wunderschönen guten Morgen. Ich habe manchmal das Problem, dass ich die Batterien vom Controller wechseln muss und deswegen nichts machen kann. Shadow, gut ist, wenn du 2 Controller hast, dann kannst du hin und her wechseln. Und Linda, erzähl mal, wie geht's dir? Wunderschönen guten Morgen. Hallöchen, Hallöchen.